Hi Leute, heute möchte ich euch gerne mal einen Überblick geben über alternative Medizin, Heilmethoden. Ich weiß nicht, wie ich es ganz nennen, also nicht genau, wie ich es nennen soll. Komplementäre Sachen, die ich halt mache für mich selber. Bei meiner Krebstherapie, was ich eben jetzt so über die jetzt fast 2 Jahre, wo ich ja schon meine Diagnose habe, einfach für mich rausgefunden habe, was mir gut tut und was auch nachweislich wirklich was hilft. Also ich habe das jetzt in verschiedene Bereiche unterteilt, die ich im Video angehen werde. Zum einen ist das Thema Ernährung. Da werde ich jetzt wahrscheinlich am meisten zu sagen können, weil ich mich einfach am meisten damit beschäftigt habe und mich da soweit jetzt ganz gut auskenne und auch viel an mir selbst ausprobiert habe. Wobei ich im Vorhinein schon mal sage, jeder ist da individuell. Dann zum zweiten habe ich das Thema Entgiftung, dann Immunsystem stärken, was ich so für Vitamine nehme. Ja, jetzt fange ich einfach erstmal an und rede nicht lange um den Hot Brei. Ich habe mir hier einen kleinen Zettel geschrieben. Klein. Deswegen, ich schaue jetzt öfters mal runter, nicht wundern. Okay, zum Thema Ernährung. Was ich schon ganz am Anfang meiner Erkrankung erfahren habe, ist, dass Krebszellen Zucker lieben. Vor allem eben Industriezucker und so weiter. Deswegen habe ich schon gleich zu Beginn auf Zucker komplett verzichtet. Ich esse überhaupt keinen Industriezucker mehr, also keinen diesen weißen Glukosezucker. Fruchtzucker habe ich auch teilweise gemieden, weil ich einfach Angst hatte, aber im Endeffekt esse ich jetzt halt mittlerweile wieder Fruchtzucker. Früchte haben ja auch sehr viele Vitamine und einfach Mineralstoffe und so weiter, die einfach super gut sind. Ich würde jetzt vielleicht keine 5 braunen, reifen Bananen am Tag essen, weil die haben dann schon echt viel Fruchtzucker. Aber so 1-2 Hände Obst am Tag sind eigentlich einfach echt super für den Körper, also da spricht nichts dagegen. Dann, was ich auch empfehlen würde, wären eben keine Weißmehlprodukte zu essen, also kein Weizen, im Sinne von auch zum Beispiel weiße Nudeln, Weizennudeln, weißes Brot. Ich esse einfach keine Sachen oder ich meide Sachen, die einen hohen glykämischen Index haben, da bei denen eben der Blutzuckerspiegel rasant in die Höhe steigt. Sprich, unser Blut wird eigentlich mit Zucker überflutet, was natürlich für Krebszellen nice ist, weil Krebszellen mögen Zucker und eben so schnell verdauliche Kohlenhydrate, schnell verdaulich ist gleich hoher glykämischer Index und natürlich umso höher die Konzentration von dem Blutzucker im Blut ist, von dem Zucker im Blut, desto besser ist es für die Krebszellen. Ja, ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. Sachen, die jetzt zum Beispiel einen hohen glykämischen Index haben, also die ich meide, sind eben wie gesagt schon Weizen und Weißmehlprodukte, Kartoffeln, weißer Reis auch, Brot, Süßigkeiten natürlich. Aber es ist echt nicht schwer, diese Sachen zu ersetzen. Was ich anstatt von Zucker nehme, ist Erythrit oder Xylit. Das ist halt einfach so ein Zuckerersatz. Hat zwar Kalorien und Kohlenhydrate, aber keinen Zucker und hält den Blutzuckerspiegel auch relativ niedrig. Damit kann man super backen, es ist einfach wirklich genau wie Zucker. Und bei den Kohlenhydraten ist es so, dass ich halt einfach anstatt normale Weizennudeln halt Dinkelnudeln oder Vollkornnudeln esse, genauso wie ich es mit dem Brot mache. Und es schmeckt einfach richtig gut. Also ich merke mittlerweile eigentlich kaum noch einen Unterschied und habe mich total daran gewöhnt und habe auch einfach das Gefühl, ich tue meinem Körper viel bessere Nährstoffe zufügen. Und eben genau diese Kohlenhydrate haben halt einfach auch viel mehr Ballaststoffe, was halt super für den Darm ist. Der Darm liebt Ballaststoffe, ist einfach sehr gesund und man weiß ja auch, dass ich glaube 70% ungefähr des Immunsystems im Darm liegen. Das heißt, ein gesunder Darm ist ein gesundes Immunsystem. Ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Genau, andere gute Kohlenhydratquellen sind zum Beispiel Süßkartoffeln, Quinoa, Linsen, allgemein so Hülsenfrüchte, Hirse, Couscous, da nehme ich oft, also da nehme ich meistens Dinkel-Couscous oder Vollkorn-Couscous, gibt es im Biomarkt zu kaufen. Ja, mit Dinkelmehl backe ich auch gerne mal oder mache ein Brot. Genau, so viel zu den Kohlenhydraten und zu dem Zucker. Ich
meide industriell verarbeitete Lebensmittel, außer jetzt eben so Sachen wie Nudeln, also Dinkelnudeln oder Vollkornnudeln oder so Brot. Aber halt so Fertigprodukte, Tiefkühlzeugs oder sowas. Ich habe mich früher schon echt nicht so gesund ernährt, würde ich jetzt sagen. Jetzt auch nicht schrecklich, aber man entwöhnt sich sehr von diesen Süßigkeiten. Also ich habe auch nicht mehr so ein krasses Verlangen nach Zucker, meistens eigentlich gar nicht. Wenn ich dann eine braune Banane zum Beispiel esse, fühle ich mich richtig zucker-overdosed. Ja, wobei es natürlich nicht so ist, aber ja, ich habe mich einfach, ich meine, Zucker ist ja im Endeffekt auch ein Suchtmittel. Und ja, ich habe diese Sucht überwunden. Außerdem ist in industriell verarbeiteten Lebensmitteln halt einfach auch echt sehr viel Scheiße drin. Also meist ist zugesetzter Zucker drinnen. Aromastoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Verdickungsmittel, I don't know, aber auf jeden Fall sehr viel unnatürliches Zeug. Und ich habe mal den Spruch gelesen, iss keine Nahrungsmittel, die deine Oma nicht als Nahrungsmittel identifizieren könnte. Und ich finde, das ist ein Spruch, an den wir uns eigentlich halten sollten, könnten, und ich es auch so weitestgehend tue. Ja, genauso wie ich auch zum Beispiel saisonale und regionale Sachen, Früchte, Gemüse empfehlen würde. Dann versuche ich noch möglichst basisch zu essen. Ein gesunder Säure-Base-Haushalt ist ganz wichtig für den Körper, weil vor allem in einem sauren Körpermilieu sich Krebszellen sehr wohl fühlen, sehr gut wachsen können. In einem sauren Körper auch einfach viel mehr Entzündungsprozesse entstehen, die eben auch das Krebswachstum fördern und ein super Nährboden für Krebszellen sind. Deswegen versuche ich einfach eben säurehaltige Lebensmittel zu meiden, zu denen vor allem tierische Produkte gehören wie Fleisch, Wurst, Zucker. Zu den basischen Lebensmitteln gehören zum Beispiel Süßkartoffeln, Kartoffeln, Gemüse, Obst, Vollkornprodukte. Genau. Ich zitiere viel aus dem Ernährungskompass. Das ist ein Buch, das ich jetzt gelesen habe. Finde ich wirklich sehr empfehlenswert. Genau, und da drinnen steht eben auch, dass tierische Proteine und vor allem eben Fleisch und das Schlimmste Wurst und so verarbeitetes Fleisch, rotes Fleisch, halt wirklich krebsfördernd sind und einfach alle Krankheitsleiden sozusagen schneller hervorruft und somit mit einem erhöhten Sterblichkeitsrisiko einhergeht. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen. Proteine regen den Körper zum Wachsen an. Das heißt, Babykühe ernähren sich von Milch, Babymenschen ernähren sich von Milch, um zu wachsen. Aber irgendwann hat es sich halt ausgewachsen. Also man braucht natürlich Proteine noch für Haut, neue Bildung, Haare, auch fürs Immunsystem und so. Also auf Proteine sollte man nicht verzichten. Aber wenn man halt wirklich einfach zu viele Proteine isst, und zwar vor allem eben die tierischen Proteine, dann führt das eben zu, ja, vor allem bei Krebszellen zum Zellwachstum, weil die Zellen halt überschüssig immer Proteine und Nahrung kriegen und Krebszellen tun ja nichts lieber als wachsen. Im Endeffekt kriegen wir halt mit übermäßigem Fleischverzehr oder auch mit übermäßigen Milchprodukten einfach das Zellwachstum an, was wir ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr so krass brauchen wie jetzt zum Beispiel mit 6. Bei pflanzlichen Proteinen ist das allerdings nicht der Fall. Also da ist es tatsächlich bewiesen, dass eben pflanzliche Proteine nicht irgendwie keine schädliche Auswirkung haben. Ja, also ich persönlich ernähre mich auch jetzt seit gut einem halben Jahr, vielleicht sogar schon länger vegan und fühle mich damit sehr, sehr wohl. Also ich habe das Gefühl, ich tue meinem Körper was Gutes. Ich fühle mich kräftiger als davor. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich mich ketogen ernährt. Da habe ich gar keine Kohlenhydrate und gar keinen Zucker gegessen. Sprich, sehr viel Fleisch, Fisch, Eier, Käse, Milch und so weiter. Aber das war überhaupt nichts für mich. Also ja, ist halt einfach eine sehr säurehaltige Ernährung und sehr, sehr proteinreich. Was jetzt beides nicht wirklich mit einem geringeren Krebswachstum einhergeht, zumindest laut Studien. Deswegen, ich habe mich damit auch einfach nicht gut gefühlt und ja, seitdem ich vegan bin, fühle ich mich besser.
Dann versuche ich auch noch viele entzündungshemmende Lebensmittel und antioxidative Lebensmittel, heißt das so? Also Lebensmittel mit vielen Antioxidantien zu essen. Ja, da die eben beide krebshemmend sind und da zählt zum Beispiel zu grüner Tee, Beeren, also Himbeeren, Blaubeeren, Erdbeeren, Brombeeren sind super. Omega-3-Fettsäuren sind sehr entzündungshemmend, also da zum Beispiel Avocado, Nüsse, Chiasamen, Olivenöl, Leinöl, richtig gute Öle. Auf Sonnenblumenöl würde ich eher verzichten, weil die haben eher so Omega-6-Fettsäuren. Aber Omega-3-Fettsäuren sind super, Avocados und auch super Lebensmittel mit Antioxidantien sind Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, Kurkuma und Ingwer. Genau, das versuche ich auch immer in meinen Speiseplan mit einzubauen. Last but not least, das Fasten. Was sehr gesund ist, ist einfach Intervallfasten, sprich man isst jetzt vielleicht am Tag 8 Stunden und die restlichen 16 Stunden isst du nichts. Und in diesen 8 Stunden kannst du aber viel essen, also dich satt essen. Ich persönlich schaffe das nicht so gut, weil ich einfach abnehmen würde, wenn ich wenig esse oder halt nur in diesem Zeitrahmen esse und ich schaffe es auch einfach nicht so viel in so einem kurzen Zeitrahmen zu essen, aber ich versuche wenigstens so 14 Stunden nichts zu essen und 10 Stunden zu essen. Also so Intervallfasten ist halt richtig gut, weil in der Zeit dein Körper einfach, in der du nicht isst, einfach mal aufräumen kann. Das nennt man Autophagie, das ist der Selbstreinigungsprozess vom Körper. Und ja, wenn der halt nicht mit Nahrung voll bombardiert wird und die ganze Zeit schauen muss, okay, was kommt da, was ist das und damit beschäftigt ist, diese Nahrung zu erkennen und einzuordnen, dann hat einfach der Körper Zeit, sich da mal sich selbst zu widmen und aufzuräumen und deswegen ist einfach Fasten super gesund und auch Heilfastenkuren sind super gesund, also wo man, wenn man mal einfach mal eine Woche zum Beispiel fastet, tatsächlich nur trinkt und das habe ich persönlich während der Chemo gemacht, während dieser 4-Tages-Chemo, wo es mir so schrecklich ging. Also ab dem Zyklus, wo ich gefastet habe, sprich ich habe einen Tag vorher schon aufgehört zu essen. Eigentlich sollte man es langsam einleiten, dass man vielleicht erstmal 2 Tage nur noch Säfte trinkt und auch wieder das Fasten ausleiten, auch wieder mit Säften. Ich habe es aber immer relativ abrupt gemacht, dass ich tatsächlich einfach aufgehört habe zu essen. Habe einen Tag vor der Chemo aufgehört zu essen und dann die 4 Tage, in denen ich die Chemo bekommen habe, nichts gegessen, nur Wasser getrunken und davon auch sehr viel. Tee, aber also wirklich kein Kaugummi, kein Süßungsmittel oder sowas, also gar nichts. Wenn ich es geschafft habe, auch noch einen Tag nach der Chemo. Das heißt, ich habe dann insgesamt 5 oder 6 Tage gefastet. Und das hat meine Nebenwirkungen wirklich so, 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 so viel besser und erträglicher gemacht. Also ich konnte zum Beispiel danach direkt wieder essen, was ich halt ohne Fasten 2 Wochen nach der Chemo nicht konnte, weil mir so schlecht war. Ich hatte einfach allgemein mehr Energie. Es heißt auch, dass eine Chemotherapie eventuell sogar wirksamer sein könnte, wenn man fastet. Glaube ich, gibt es jetzt noch nicht krasse Belege zu, aber ich persönlich kann sagen, dass es meine Nebenwirkungen wirklich um Welten, um Universen gebessert hat und ich, wenn ich wieder Chemo machen würde, fasten würde. Auch wenn mein Arzt nicht begeistert war. Aber da habe ich auf mich gehört und bin froh, dass ich es getan habe. Also nicht immer auf Ärzte hören, sondern auch mal auf euch selbst. Okay, so viel zum Thema Ernährung. Aber dann komme ich jetzt zu meinem nächsten Punkt. Und zwar trinke ich jeden Tag meinen Ingwer, Kurkuma, Chili, Pfeffer, Zitronentee. Da nehme ich ungefähr eine Handvoll Ingwer, eine Handvoll Kurkuma, frischen, schnibbel den klein und tue es in eine Tasse, in eine Kanne, Teekanne. Mach noch Pfeffer drüber, da Pfeffer einfach dem Körper hilft, diesen entzündungshemmenden Wirkstoff Kurkumin, der eben Kurkuma ist, aufzunehmen
Und Chili hat auch eine antioxidative Wirkung. Ich tue dann eben das alles mit heißem Wasser aufkochen. Und wenn das ein bisschen abgekühlt ist, tue ich die Zitrone noch drüber. Träufeln. Zitrone ist super basisch tatsächlich, obwohl es nicht sauer schmeckt, aber ist basisch. Und dieser Tee, keine Ahnung, habe ich jedes Mal das Gefühl, ich gebe meinem Körper einen krassen Immunbooster und er schmeckt auch einfach sehr, sehr geil, tatsächlich auch mit der Chili. Oder ich trinke einen grünen Tee, der hat auch super entzündungshemmende Stoffe und ist auch echt gut antikrebsig. Jo. Ich lasse den allerdings nicht nur 2 Minuten ziehen, sondern 10 Minuten und man sollte den innerhalb von 1 Stunde ausgetrunken haben, weil dann eben bestimmte Stoffe verloren gehen. Habe ich gehört, deswegen mache ich es so. Yes. Dann noch ein wichtiger Punkt ist, in Bewegung bleiben, aktiv bleiben. Und das muss ja nicht mal Hochleistungssport sein, sondern einfach das, was man gerade machen kann. Und sich nicht gehen lassen und auf der Couch versinken und in Selbstmitleid und keine Ahnung was versinken. Aber selbst wenn es eine Runde um Block ist, ist es einfach richtig, es tut deinem Körper gut. Ich meine, es ist ja nicht nur, wenn man Krebs hat. Ich gehe tanzen 1-2 Mal die Woche und versuche auch manchmal so ein bisschen Muskeltraining zu machen. Und ich versuche halt echt, ja, schon täglich auf jeden Fall rauszukommen und mich zu bewegen. Und merke auch, wie gut mir das tut und wie schlecht es mir tut, wenn ich es nicht mache. Dann eine Sache, die ich auch nicht mehr missen möchte, um mein Immunsystem zu stärken und die mir einfach richtig gut tut, ist die Wim Hof Technik. Vielleicht hat es von euch schon mal jemand gehört. Ich verlinke da was in der Infobox. Okay, auf jeden Fall verlinke ich euch da was, dann könnt ihr das auch nochmal selber nachlesen. Aber ja, da mache ich eben die Atemtechnik und das kalt duschen jeden Tag, beziehungsweise war ich jetzt auch im Winter oft Eisbaden. Und eben durch diese Technik beim Atmen und beim Eisbaden hat der Körper eine krasse Adrenalinausschüttung, was eben die Leukozyten erhöht. Und das sind die weißen Blutkörperchen, die halt ebenfalls umso höher, umso besser, desto höher ist eben die Immunabwehr. Und ja, ich muss auch sagen, es fühlt sich einfach richtig krass an, wenn man Eisbaden geht. Also danach, du spürst halt den ganzen Körper und ich bin auch immer sehr stolz auf mich gewesen und habe halt irgendwie gesehen, hey, mein Körper ist noch zu so viel in der Lage und ich unterschätze den oft. Und ja, es ist einfach geil, weil du merkst, wie der ganze Körper arbeitet und das Blut durch die Adern schießt und dein ganzer Körper wieder aufwärmt, nachdem du aus diesem Eisbecken rausgegangen bist. Die Technik stimuliert auch ein entzündungshemmendes Zytokin, das heißt IL-10, Interleukin 10, aber fragt mich nichts Genaueres darüber. Ich weiß nur, dass es entzündungshemmend ist. Und es unterstützt auch das vegetative Nervensystem, was eben voll gut für Stressreduktion ist und auch bei Depressionen helfen kann. So viel zu Wim Hof und ich kann es wirklich jedem empfehlen, es ist wirklich geil. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gottes Willen, Eisduschen, Eisbaden, Horror. Also im Sommer war ich immer die Letzte, die im See war. Dann gibt es natürlich noch das Gegenteil vom Eisbaden und zwar das Saunieren, also eben in die Sauna gehen. Beim Saunagang wird auch das Immunsystem gestärkt und viele Abwehrstoffe gebildet. Ich mache es zwar nicht so oft, hauptsächlich einfach wegen Corona und ich will halt nicht mit 1000 Menschen da auf so einem engen Raum sein, aber es ist auf jeden Fall auch sehr geil. Was ich jetzt im Sommer auch vorhabe, öfters zu machen, weil ja Eisbaden jetzt nicht mehr so aktuell ist. Wobei ich das Eisduschen immer weitermache, ist Waldbaden, sprich einfach ein paar Stunden in den Wald gehen öfters mal. Weil tatsächlich, da gibt es auch eine Studie, die verlinke ich euch auch unten. Die NK-Zellen, das sind die natürlichen Killerzellen, angeregt werden. Und das sind Zellen, die wir alle in unserem Körper haben und die eben Tumorzellen erkennen und töten. Ja, ganz kurz vielleicht, dass ich nochmal allgemein sage, wieso Entzündungen im Körper schlecht sind oder Entzündungsprozesse. Ja, gut, wenn du jetzt eine Entzündung am Zahn hast, dann tut es auch weh und dein Körper ist nicht happy damit. So muss man sich es auch innen drin vorstellen. Also Entzündungen sind einfach perfekter Nährboden für das Wachstum von Zellen, die wir da nicht haben wollen. Vor allem bei chronischen Entzündungen eben, klar, wenn man jetzt mal erkältet ist oder so, dann kriegt nicht jeder gleich Krebs. Aber chronische Entzündungen sind eben super Nährboden für Krebs und
Deswegen, ja, ernähre ich mich halt eben zum Beispiel basisch, esse viele Antioxidantien, entzündungshemmende Lebensmittel, gute Fette. Auch Sachen wie Übergewicht ist zum Beispiel auch ein chronischer Entzündungsprozess eigentlich, weil vor allem im inneren Bauchfett können sich so Entzündungsstoffe sehr gut ablagern. Also dann, was ich zum Thema Entgiften mache, ist, ich nehme Spirulina und Chlorella. Sieht so aus. Sind 12 Tabletten, die man am Tag schlucken müsste. Ich bin da jetzt nicht so super brav. Aber ja, genau, das hilft eben, also das sind Algen im Endeffekt und die helfen eben dem Körper auch bei der Entgiftung und dabei die Giftstoffe auszuscheiden. Und dann mache ich jeden Abend noch ein Fußbad mit Natron und manchmal auch, wenn ich eine Badewanne zur Hand habe, nehme ich so ein basisches Badesalz. Beides hilft dem Körper eben auch bei der Entgiftung und auch bei der Regulierung vom Säure-Base-Haushalt. Genau, das, was ich zum Thema Entgiften tue, gibt es bestimmt auch noch mehr. Falls jemand da irgendwie noch ein paar Tipps hat, könnt ihr es mir auch gerne schreiben. Jetzt muss ich echt aufs Klo. Dann komme ich jetzt noch zu den Vitaminen und Zusatzstoffen, die ich so einnehme. Da nehme ich zum einen, und das ist eigentlich mit das Wichtigste, Vitamin D3, was tatsächlich nachweislich wirklich das Sterblichkeitsrisiko senken kann. Und was wir einfach auch alle brauchen, also Vitamin D3 kriegst du nur durch Sonnenlicht und vor allem im Winter sollte man es eben dann zusätzlich nehmen. Ich nehme da täglich eigentlich 2000 Einheiten, was recht viel ist. Da habe ich dieses kleine Fläschchen hier und nehme immer 2 Tropfen davon. Dann nehme ich noch Selen. Selen ist auch super, hilft vor oxidativem oder schützt vor oxidativem Stress, der sich auch negativ aufs Immunsystem auswirkt. Dann habe ich meine Vitalpilze, die ich auch echt super finde. Also ich weiß nicht wieso, aber einfach ein Gefühl sagt mir, dass das was bringt. Denn da habe ich einmal so ein Komplex, also so ein Mykokomplex-Immunsystem heißt das, von Orthotherapia, dass eben auch diese Vitalpilze, Heilpilze beinhaltet, die eben nachweislich auch das Immunsystem stärken. Und dann nehme ich in flüssiger Form jeden Tag eben Reishi und Agaricus-Extrakt. Einer davon ist auch der, glaube ich, sogenannte Lebenspilz. Müsste ich jetzt, weiß ich jetzt gar nicht genau welcher, aber einer davon. Genau, dann nehme ich noch zusätzlichen Vitamin B12. Das mache ich aber hauptsächlich, weil ich vegan bin. Das braucht man einfach als Veganer oft zusätzlich. Genau, dann habe ich diesen Saft, Extrakt La Vita heißt es. Das ist einfach ein Multivitalstoffkomplex mit vielen Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Da ist einfach alles drin, was man so vom täglichen Bedarf her braucht. Und es schmeckt gut. Das tue ich auch immer mit meinen Heilpilzen einnehmen, weil die Heilpilze schmecken wirklich scheußlich. Und dann mache ich noch ungefähr 1 bis 2 Mal die Woche einen Tropfen Jod, Lugolsche Lösung heißt es, in mein Getränk rein. Jod hat tatsächlich auch eine tumorzelltoxische Wirkung. Vor allem ist es nachgewiesen bei Brustkrebspatienten. Da verlinke ich euch auch was. Dann könnt ihr es genauer nachlesen, wenn ihr es wissen wollt. Aber genau, why not? Ich habe auch einen Jodmangel gehabt. Und das habe ich tatsächlich auch von meiner Heilpraktikerin das meiste empfohlen bekommen. Und was ich noch mache, ist, ich wasche mein Gemüse und mein Obst mit Natron. Also Natron beseitigt halt einfach so Pestizidrückstände, die dann noch dran kleben könnten. Hat mir mal eine Friseurin empfohlen in so einem Perückengeschäft, wo eben auch viele Krebserkrankte kommen. Und sie hat anscheinend diesen Tipp bekommen, dass man das Zeug mit Natron wäscht. Deswegen mache ich das jetzt auch. Okay, zu guter Letzt komme ich noch zu der mentalen Einstellung. Ich persönlich finde es einfach super wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben und ja, nicht aufzugeben. Also versucht einfach wirklich optimistisch zu bleiben, auch wenn es oft natürlich viel leichter gesagt ist als getan. Mir hilft es einfach sehr, ein Ziel vor Augen zu haben, was nicht das Ziel, also nicht dieses große Ziel gesund werden, weil klar, es ist eh da, aber wenn du dir kleine Ziele setzt, die du erreichen kannst, zum Beispiel mache ich jetzt eine Make-up-Ausbildung
oder möchte jetzt auch anfangen zu studieren. Oder auch wenn ich einfach sage, hey, ich treffe mich bald mit einer Freundin und freue mich da sehr drauf, dann gibt mir das einfach unglaublich viel auch einfach an Lebensfreude zurück und auch das Gefühl, ich lebe noch und ich vergammel nicht hier so rum und warte von Behandlung zu Behandlung, weil das ist einfach kein richtiges Leben. So, trotz meiner Erkrankung kann ich ja eigentlich noch fast alles machen. Ich bin vielleicht ein bisschen schwächer, aber ja, im Endeffekt ist das Wichtigste einfach weiterleben und sich nicht den Alltag vom Krebs bestimmen lassen, sondern sich also selber den Alltag bestimmen und den Krebs dabei berücksichtigen. Das ist so, was ich für mich einfach super finde. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, hey, ich werf alles hin und mache jetzt eine Weltreise. Dann mach das. Aber für mich fühlt sich das richtig an, einfach den normalen Alltag weiterzuleben. Ich meditiere auch täglich, also fast täglich, und visualisiere mir so ein bisschen meine Gesundheit. Und dass da vielleicht so eine Armee in meinem Körper ist, die dann die ganzen Krebszellen killt und so weiter. Wenn das euch hilft, mir persönlich gibt es ein gutes Gefühl, da die Macht der Gedanken ja tatsächlich schon sehr groß ist. Das setzt mich auch manchmal ein bisschen unter Druck, weil ich mir denke, ich muss das jetzt so und so perfekt mir visualisieren, nur dann sterben die Krebszellen. Was natürlich nicht stimmt, weil im Endeffekt ist es einfach das große Ganze, was man macht. In meinem Fall jetzt die Mischung aus der Schulmedizin und persönlich finde ich die Sachen, die ich halt mache. Aber ja, ich setze mich bei vielem sehr unter Druck und bin sehr streng zu mir, weil ich halt eben alles perfekt machen möchte. Aber es gibt mir halt einfach auch eine Sicherheit. Genauso wie für mich auch Struktur ganz wichtig ist. Also so eine kleine Routine drin zu haben, einfach an die ich mich festhalten kann. Weil in so einer unsicheren Zeit braucht man einfach irgendeine Sicherheit. Also brauche ich persönlich irgendeine Sicherheit, an die ich mich klammern kann, wenn es halt mal bröckelt. Ja, und was ich euch noch mitgeben möchte, ist, hört wirklich auf euch. Auf euer Bauchgefühl, auf euer Herz, auf euren Kopf. Aber ja, macht das, was euch gut tut, nicht was andere sagen, was euch gut tun könnte. Hört nicht immer auf Ärzte. Die stecken nicht in eurem Körper. Ihr wisst es am allerbesten. Und deswegen, ja, recherchiert auch mal selber, macht euch selbst schlau. Klar, der Arzt hat das super schulmedizinische Wissen und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Es kommt natürlich darauf an, welcher Arzt es ist. Aber ich habe all diese Sachen, die ich jetzt in dem Video erzählt habe, von Heilpraktikern und Ernährungsberatern und eigener Recherche und Freunden empfohlen bekommen, nicht von Ärzten. Und zum Beispiel mit dem Fasten, so meine Ärzte fanden das total beschissen, dass ich das gemacht habe, aber mir hat es ja super krass geholfen. Ja, deswegen, ja, seid einfach euer eigener Mensch und steht dazu, zu dem, was ihr macht und macht das, was sich gut anfühlt. Genau. Dann hoffe ich, dass es euch jetzt gefallen hat, nicht zu lang war. Ich hoffe, ich konnte wenigstens einen Menschen irgendwie inspirieren oder helfen, Anregungen geben, egal was es ist. Und ja, let me know, wenn ihr irgendwas davon auch macht. Das würde mich sehr freuen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund.